Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 im DLC Schrei nach Freiheit. So, wir haben den nächsten Sklaven befreit. Jetzt können wir hier unten zur Auktion, oder? Naja, aber hier kann ich halt immer wieder wahrscheinlich die Sachen machen. Aber dann nehmen wir hier seitlich gleich alle Truhen mit. Rein also hier vorne schnell ein paar Sklaven. Diese Ware ist perfekt. Hab sie lange nicht mehr so gut gesehen. Der gute Doc. So, wir kaufen die mal. Ihr habt mehr getan, als ich je zu hoffen wagte. Erfülle deine Ahnen mit Stolz. Nun, immerhin habe ich was davon. Sehr schön. Niemand verdient so etwas. So, gut. Wir laufen hier eh gleich wieder zurück. Holen nur erst da hinten den. Warum genau warst du jetzt scharf auf mich? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich weiß ja nicht, diese Schatztruhen in dem Spiel sind so unbefriedigend schlecht. War, glaube ich, auch damals ein riesen Kritikpunkt. Wenn ich mich richtig erinnere. Beutel. Kostet auch nichts. Immer. Ah ja. Ja, wir müssen eigentlich, wahrscheinlich zahle ich einfach alles mit. Wie viele habe ich befreit? Schätzig. Naja, ist gut, dann brauchen wir eh kein Geld. Gut, also wir laufen einmal hier nach oben. Schnappen uns auch hier die paar Schätzeleins. Gut, dann den hier. Entschuldigung, war Absicht. Reicht der? Kann ich da hoch? Ja. So. So unbefriedigend, wenn die so wenig immer geben. Naja, it is what it. Mag euch nicht. Ihr bringt immer Sklaven um. Also, oh, das ist doch viel größer. Ich dachte gerade, ah ja, stimmt, es war nur das, was wir freigeschalten haben. Ich dachte kurz, hä? Ja, doch viel kleiner, als ich es irgendwie davor im Kopf hatte. Aber okay. Ergibt so, glaube ich, mehr Sinn. Plantagen. Überfälle sind eine gute Möglichkeit, um viele Sklaven gleichzeitig zu befreien. Sie befinden sich nahe Porto Bras und in der ganzen Karibik. Wurde eine Plantage allerdings erfolgreich überfallen, bleibt sie verlassen, bis ein neuer Besitzer sich an diesem Ort niederlässt. Okay. So. Wollen auch hier die ganzen Kisten holen. Hier unten. Also wir müssen alle Aufseher töten. Okay. Ciascuno è stato piatto a tutti.
Okay. Ja, da drüben könnte ein Problem sein. Wo geht der hin? Ansonsten kann ich hier vorlaufen und die zwei wahrscheinlich umbringen. Okay, bis dahin. Va-t'en avant que j'appelle la garde. Hier müsste die nächste Dröhe stehen. Was sagt denn meine Ding? Ah ja, okay. Gibt's irgendwie Zusatzdinger, wenn ich die... Nö, okay. Bitte komm ici. Tu n'es pas le bienvenu. Loin de là. Hallo. So, dann werden wir die Glocke gleich ausschalten. Damit uns hier keiner pfeifen kann. Und wir wollen ja auch sicher gehen, dass alle Sklaven überleben. So, hier hoch, damit uns die nicht sehen. So, nächster Aussichtspunkt. So, jetzt scheint es erstmal besser zu laufen. Schon mal ein paar Minuten ohne Absturz überlebt. Jetzt aber auch nicht verschreien. So, der sieht hier jetzt und denkt sich, schlafen aber friedlich. Er denkt sich gar nichts. Auch okay. Muss ja nicht. Muss ja nicht. Macht man das jetzt? Die zwei da können, stören mich ein bisschen. Ich laufe jetzt ein bisschen außen rum, damit ich hoffentlich die Einzelnen, die halt der da hinguckt, sich den hier erledigen kann irgendwo. Bewegt sich der da drüben? Ja, vielleicht bleibt er doch stehen. Hallo. Okay. Sucht euch einen Unterschlupf, bis es dunkel ist. So, 20 auf einmal. Nice. Ne, 45 sogar. 85. Oder
Oder insgesamt vielleicht. Ah ja, hier sehen wir es. 500 müssen wir insgesamt befreien. Okay. Die ist jetzt verlassen. Das macht es natürlich ein bisschen leichter für uns, die Truhe einzusammeln. Und den Kontakt anzusprechen. Ich kenne dieses Lied. Alle sind weg. Was machst du nur hier? Der Weise meines dort entlang. Hab Dank, Schwester. Das Versteck des Maroons erreichen. Okay. Ah, die Plantage befahren, das hat Spaß gemacht. Das war lustig. War viel, viel cooler, als ich es in Erinnerung hatte, weil es macht irgendwie schon was her. Es kommt ein bisschen größer vor als in Assassin's Creed 4 selber. So, schau mal. Hier zeige ich. Okay. Zehn Meter Luftattentat. Das können wir bestimmt hier drüben machen. Dann Aufseher, was sind Aufseher? Dann einen Aufseher ins Wasser stoßen. Aufseher sein. Ah ja, nice. Der Donnerbüchsenmann. Da war der Donnerbüchsenmann. Da. Alle hier befreit. Augustin, die... Euphor, den Anführer der Maroons, befreien. Furchtbarer Name. Augustin Euphor. Euphor. Oh. Kein Französisch mehr. Lass sie nicht entkommen. Der Fluss. Hey. Schnell, bevor sie noch mehr Leute schicken.
Hast du einen übersehen? Rudere schneller! Schneller, Idiot! Ich rudere schon so schnell es geht! Na cool. Aber solche Missionen, die hatten wir in Assassin's Creed 4 gar nicht, oder? Das war ja... Warum gab es so viele in den alten Assassin's Creed Teilen? Total cool. Die mochte ich schon immer gern. So, ja, haben wir sogar alles geschafft. Sehr gut. Ist halt immer so 10 Meter Angaben sind halt ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, wie hoch 10 Meter in dem Spiel sind. Augustin Dieufort? Blondie sans fait. Bondier fait sans dit. Der Gouverneur hat zwei Gesichter. Bastien hilft, wo sie kann, doch der Weg zur Unabhängigkeit der Maroon ist weit. Und nun noch weiter. Ein Krieger wie du wäre sehr nützlich für unsere Sache. Bei allem Respekt. Ich diene einer anderen Bruderschaft und gab ihnen mein Wort, so schnell es geht, zurückzukehren. Jedoch nur die Aiwa wissen, wann das sein wird. Bis dahin teile ich die Unterkunft und Waffen mit dir. Vielleicht gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam. Was brauchst du? Rekruten! Befreite Sklaven! Wer Krieger ist, kämpft mit mir! Der Rest bildet die Gemeinschaft, für die wir kämpfen. Petit à petit, was so für so nie. Ich denke, ich kann euch helfen, eine Zeit lang. Ich sorge dafür, dass du belohnt wirst für das, was du geben kannst. Fang bald an. Es gibt viel zu tun. Stimmt, es gab eine Schrotflinte in dem Spiel. AKA alte Donnerbüchse. Ich erinnere mich mit Free Aim. Also gab es, stimmt, gab es in Assassin's Creed 4 auch schon, aber. Wenn sie Sklaven befreien, gewinnen sie das Vertrauen anderer befreiter Menschen. Sie können ihnen helfen, indem sie neue Waffen-Upgrades für sie und das Schiff bereitstellen. Wenn sie Maroons rekrutieren, helfen sie dem Widerstand auf unterschiedliche Weise. Rekruten können bei ihnen als Schiffsbesatzung anheuern, Plantagen infiltrieren oder sie mit Munition versorgen. Null Befreite. Aber wir rekrutieren Maroons. Nice. So. Schaut mal, Widerstandsbelohnung gibt's auch. 70 muss ich insgesamt. Ja, also das machen wir auf jeden Fall. Es macht auch Spaß. Und dann kurz aufs Klo. Da, jetzt holen wir uns erstmal Munition für die Donnerbüchse. Damit wir hier ein bisschen rumballern können. Ich habe heute noch... Munition, ey. Kleine Bleikugel. Ojo. Einen schönen Tag. Viel Glück. So, dann wollen wir zurück nach Porto Bras. Ja, genau so war das gedacht. Alivale, so sollte man die benutzen. Mir irgendein Haar ins Auge. Die Donnerbüchse ist eine Schusswaffe, die mehrere Ziele gleichzeitig treffen kann. Sie hat eine kurze Reichweite, kann nur einmal abgefeuert werden, bevor sie nachgeladen werden muss. Und die Treffer wirken tödlich. So, ganz normal auswählen. F-Reflex-Schuss, das wollen wir aber eigentlich nie machen. Also es gibt ganz viele verschiedene Donnerbüchsen, darf mir dann aussuchen, welche mir am besten gefällt. Geilo. So, wir haben schon mehr als die Hälfte der Drohnen hier. So, wir müssen insgesamt 20 Maroons rekrutieren, bevor wir die Mission weitermachen können. So, das heißt, wir wollen das hier machen. Und werden hier oben die zwei Plantagen. Die hier ist nicht besetzt. Aber die auf jeden Fall. Erstmal angehen.
Sehe ich das immer, welche besetzt ist? Naja, ist halt ausgegraben. Ah ja, die hier hat jetzt einen neuen Besitzer wahrscheinlich. Hallo Doggo? Kann ich dich steigen? Ja, ich kann nicht steigen. Muss ich im echten Spiel auch noch machen. Tschüss, Bea. Hihi. Da, wunderbar. Hallo. Halt! Lass mich! Du bist ein Wetzetisch am Leben! Wenn ich dich kriege! Ich verfolge euch mein Leben. Achso, ab jetzt sind quasi wahrscheinlich alle, die ich befreie, auch bei den Maroons dabei, oder wie? Ja, okay. Wo komme ich da rein? Was war das? Naja, da gibt es bestimmt einen anderen Eingang als einen Haupteingang. Der Assassin's Creed, die schickt mich nie durch den Haupteingang. Aber es kann natürlich sein. Ah, schaut mal. Never mind, hier ist er schon. Da hinten ist auch eine, ist natürlich blöd. Hallo, die Kiste hätte ich gern. Ich geh nicht raus. Was ist das denn? Wunderbar, ist hier irgendwo auch wieder ein Ausgang? Kann ich über das Haus vielleicht? Ja, da drüben. Bevor sich der umdreht, passt. Udi, tschüssi. Dann haben wir da eine Verletzung, was auch immer das ist, das kenne ich noch nicht. Starke Regenfälle haben dem Sumpfbiber den Weg ins... Wahrscheinlich muss ich den irgendwo hintragen oder so. Bitte! Ich kann nicht laufen! So, okay. Muss ich den hinbringen? Gott. ...73 Meter weit. Halt! Danke euch. Je veux te parler. Ah!
Ich danke euch. Wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir es beenden. Ja, wunderbar. So, darf ich dich jetzt endlich da hinten abliefern? Wahrscheinlich Maroons kann ich halt, ich schätze mal, Sklaven kann ich überall befreien. Maroons eigentlich nur hier. Wisst ihr? Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, aber. Also, das, die lohnt sich nicht. Danke. Wie hab ich da jetzt bekommen? Hab Vertrauen in dich. Okay, drei wenigstens. So, okay. Dann haben wir hier die nächste Truhe. Scheint ja doch irgendwo hier hinten zu sein. Hier hoch? Ah ja, okay. Auch noch synchronisieren können. So, dann nächste Plantage. Schauen wir mal, ob wir die noch schaffen. So, okay, hier hinten ist gleich ein Trüchen. Okay. Kommst du hier nah genug? Zwei gehen bis zu dem. Da auch die Glocke gleich mal deaktivieren hier. Da haben wir ja gar keine Lust drauf. Da kann ich die mal markieren. Das ist leichter, glaube ich. Hallo. Hallo, hör auf, meine Sklaven umzubringen, du Penner. Bringt er die einfach um? Statt mich anzugreifen. Das ist jetzt scheiße, Mann.
Okay. Un ami est toujours le bienvenu. Et toi, tu es mon ami. Toi, j'ai entendu parler. Okay, so, dann wollen wir den da hinten gleich noch umbringen. Bevor der sich wieder lustig bewegt. Irgend so ein Scheiß. Okay, und Kiste aufmachen. Zwei muss ich noch umbringen. Okay, das sollten wir jetzt ja wohl hinkriegen. Ne bouge plus! Und den noch. Schön, dass die sucht euch einen Unterschlupf, bis es dunkel ist. Okay, gut, wenigstens ein paar befreit. Nicht so richtig gut diesmal. Aber okay. Wenn es mal entdeckt werden, ziehen sie 10 ab und 2. Okay. Okay, aber wir haben schon gut was geschafft hier. So, dann können wir die Plantage auch gleich fertig machen. Das heißt Aussichtspunkt und Truhe holen und dann war es mit dem Part. Sorry, falsche Richtung, lieber Sklave. So, dann einmal, ich will immer hinten hochklettern, das mit diesen beweglichen Dingern. Das nervt mich nur wieder. Kenne ich schon. So, zwei von drei Plantagen abgeschlossen. Aber wie gesagt, die refillen sich ja eh. Kriegen neue Besitzer. Das heißt, meine Quelle, um Sklaven zu befreien, endet nie. Das finde ich gut. Und okay, da hinten war noch eine Truhe bei dem Herrenhaus. Eh klar, wo sonst? Finde ich auch gut, dass die tatsächlich auch so sind, dass die quasi neue Besitzer kriegen. Nee, das wollte ich gar nicht sagen, sondern dass die Mission quasi da dran hängen, wie viel ich befreie. Weil dann regt es natürlich auch dazu an, dass man es macht. Ganz einfach. Finde ich gut, macht Spaß. Okay, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit dem DLC von Assassin's Creed 4. Tschüssi.